Neutrainer Thomas Doll, 52, vom Abstiegskandidaten Hannover 96 bekommt für seine Mission Klassenerhalt in der Bundesliga womöglich prominente Unterstützung. Der Tabellenvorletzte bemüht sich um eine Ausleihe von Shinji Kagawa, 29. Wir haben mit Borussia Dortmund Einigkeit erzielt, sagte 96-Manager Horst Held am Donnerstag, bevor am Abend das Wintertransferfenster schloss. Er hat aber auch die Möglichkeit, zu Besiktas zu gehen. Jetzt liegt es am Spieler, zuvor war Kagawa mit einem Privatjet nach Istanbul geflogen. Damit könne er nicht dienen, ich kann mit Euro dienen, sagte Held, nicht mit türkischen Lira. Doll würde Kagawa mit offenen Armen empfangen, sagte der Nachfolger von André Breitenreiter vor seinem Debüt gegen RB Leipzig am Freitag 20.30 Uhr, Eurosport Player, wir wissen, dass er ein überragender Kicker ist. Doll rief die verbleibenden 15 Partien im Kampf gegen den Abstieg zu Endspielen aus. Die Spiele sollten sich wie Finals anfühlen, sagte der Ex-Profi, wenn man denkt, man hat noch viel Zeit, ist das nicht gut. Mit nur 11 Punkten nach 19 Spielen weist Hannover die schlechteste Bilanz der Clubgeschichte zu diesem Zeitpunkt auf. Zudem ist 96 Dekasekunden schlechteste Heimteam der Liga, zuletzt kassierten die Niedersachsen sogar 4 Niederlagen in Serie vor den eigenen Fans, ohne dabei einen Treffer zu erzielen. Doll trainierte zuletzt zwischen Ende 2013 und August 2018 den ungarischen Erstligisten Ferencváros Budapest und führte den Klub zu einer Meisterschaft sowie 3 Pokalsiegen. In der Bundesliga trainierte er den Hamburger SV sowie Borussia Dortmund und rettete beide Clubs vor dem Abstieg. Am Sonntag hatte Doll in Hannover einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, gültig für die 1. und 2. Liga.